Hi Wiebke, schön dich hier zu haben und schön, dass auch du uns deine Sessions sind, ja, deine erste Session vorstellen willst, die du zum Corporate Learning Practice Camp mitbringst. Was bringst du denn mit? Meine erste Session wird um Sketchnoten gehen. Ich bin selbst Sketchnoterin seit vielen Jahren, mache auch ein bisschen Graphic Recording und mache für die CLC auch gerne mal die Sketchnotes vor den Camps. Und es gibt eine Sache, die beim Sketchnoten immer ziemlich schwierig ist, das sind abstrakte Begriffe. Und Okay. da habe ich zwar schon eine schöne Bibliothek von so manchen Sachen, aber gerade im Lernumfeld ist die noch nicht besonders groß. Und was ich da gerne machen würde mit den Teilgebenden, ist, dass wir gemeinsam einfach mal Begriffe hinwerfen und alle gucken, was fällt ihnen denn dazu ein? Wie kann man den visualisieren? Sehr cool, das klingt spannend und das klingt so, als ob wir echt dir bei was helfen können quasi. Ja, aber alle was davon haben. Also es gibt ja auch SketchnoterInnen in der CLC, nicht zu knapp. Es gibt Ah, genug alles Leute, klar. die den LernOS-Guide gemacht haben und die auch bei den LernOS-Events schon gesketchnotet haben, aber auch innerhalb der CLC. Und alle haben immer das gleiche Problem, nämlich die abstrakten Begriffe. Dann klingt das ja nach einer sehr guten Session-Idee. Da habe ich gerade noch was gelernt. Ich bin ja noch frisch in der Community, deswegen, das wusste ich noch nicht. Aber sehr cool. Brauchen wir was dafür? Können wir was mitbringen, damit das besser klappt? Ja, unbedingt was zu zeichnen. Was zu Also, ob ihr zeichnen. jetzt digital zeichnet oder auf Papier, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also, ich selbst zeichne digital, mit dem iPad immer. Aber Papier geht genauso gut. Nur jede und jeder sollte halt was zum Zeichnen dabei haben und auch möglichst ein bisschen Vorrat. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn wir so rumexperimentieren, geht eine Menge Papier drauf bei denen, die es auf Papier machen. Ich weiß nicht, ob wir eine Flipchart haben werden. Das wäre natürlich auch super praktisch. Aber vielleicht so ein, zwei Flipchart-Stifte, wer welche zu Hause hat, noch einstecken für den Fall das. Alles klar. Und dann halt einen kreativen Kopf, also wach sein und Ideen. Also vielleicht sich auch schon mal Begriffe aufschreiben. Das wäre auch ganz hilfreich. Begriff aufschreiben. Da fällt uns bestimmt was ein. Super, ich bin gespannt drauf. Vielen Dank dir. Und dann sehen wir uns zu der Session, würde ich sagen. Freue mich drauf. Bis dahin.